So, Biathlon. 5 Scheiben, Trefferquote 90%, also N gleich 5, P gleich 0,9. Die haben eine hohe Quote, jetzt sind wir bei der A. Er trifft alle 5 Scheiben, ja, das ist, also A, das ist 0,9 hoch 5. Ja. Ich könnte auch als BNPK machen, dann hätte ich also 5 aus 5. Und 0,9 hoch 5 und 0,1 hoch 0, weil 0 Nieten, ja, und 5 Treffer, und da ist aber der Teil ist 1 und der Teil ist hoch 0 ist immer 1, und damit ist es wieder das so baummäßig. Ja. Jetzt weiter. B. Er trifft mindestens 3 Scheiben. Jetzt P von x größer gleich 3 ist 1 minus f. Er trifft also nur 2. F von 2, 0, was haben wir denn? 0,95. Ja, also BNPK. Dann die C. Ja, hier sind wir. Hier sind wir jetzt. Trifft nur die beiden letzten Scheiben. Ja, da ist jetzt die Reihenfolge klar. Niete, 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 Treffer, Treffer. Das heißt, hier ist es Baum entlang des Pfades 0,1 hoch 3 mal 0,9 hoch 2 und ohne ein 2 aus 5, das ist hier nicht der Fall, weil ja die Reihenfolge klar ist. Trifft er zum, jetzt machen wir hier, die, trifft er zum ersten Mal beim zweiten Schuss. So, also, hier, Dora. Das heißt, Niete, Niete, Treffer, egal. Niete ist 0,1 mal 0,1 mal 0,9 und dann egal. Ja, also mal 1. Das ist es. Also hier stelle ich mir das nicht so als BMPK, sondern als Baum vor, weil das ist ja mit Reihenfolge und Zweig, Niete, Niete, Treffer, fertig. Braucht er weniger als 3 Schüsse bis zum ersten Treffer? So, radieren. Platz. So. Weniger als. So. Weil da muss man jetzt lesen und denken und denken. Ist anstrengend. Das schaffen wir vielleicht. Weniger als 3 Schüsse bis zum ersten Treffer. Das heißt, er hat 1 oder 2 Schüsse bis zum ersten Treffer. Er hat also Niete Treffer oder er hat Treffer. Was anders geht ja nicht. Weil Niete Niete Treffer, dann hätte er 3 Schüsse. Und damit haben wir hier Niete Treffer ist 0,1 mal 0,9. Treffer ist 0,9. Und hier steht ein Oder. Und oder ist mit Plus. Also die Zahl und die Zahl werden Plus genommen. Und das hat immer hier noch, damit man nicht durcheinander kommt. Genau. Also wieder so ein Baum. Stellen wir so einen Baum vor. Den muss ich nicht immer malen, aber vorstellen tue ich ihn mir. Und da gibt es die 2 Zweige, Niete, Treffer, nur Treffer und Ende. Dann haben wir hier wechseln Treffer und Fehlschuss ab. Ja, das ist jetzt so eine typische Gemeinheit, weil da gibt es nämlich 2 Möglichkeiten. Ich habe 5. Also ich kann Treffer, Niete, Treffer, Niete, Treffer. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Und ich kann aber auch haben Niete, Treffer, Niete, Treffer, Niete. Ja. Und das ist so eine Oder-Geschichte. Und der obere ist ja 0,9 hoch 3 mal 0,1 Quadrat. Und der untere ist 0,9 Quadrat mal 0,1 hoch 3. Und diese, das und das wieder mit Plus. Weil ich entweder oder habe. Oder ist Plus. Und mit Reihenfolge ist es so entlang. Ja, gut.